Liebe Neumünsteranerinnen, liebe Neumünsteraner, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gutes Jahr 2023. Ich freue mich, dass ich so viele Menschen und wir haben so ungefähr durchgezählt, es sind 200, 250 Hände, die wir schütteln durften, dass wir so viele Menschen heute im Museum Tuch und Technik begrüßen dürfen. Frau Schettiger, statt einer aufgezeichneten Neujahrsansprache diesmal ein Neujahrsempfang, live und in Farbe. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich wirklich ganz, ganz toll an. Und man merkt jetzt heute, die Gäste, die wir begrüßt haben, wie viele Leute man sehr lange, 2, 3 Jahre überhaupt nicht gesehen hat. Insofern freuen wir uns riesig, dass trotz dieses gruseligen Wetters viele den Weg zu uns gefunden haben. Freut uns wirklich sehr. Was steht ganz oben auf der Agenda für den Oberbürgermeister von Neumünster für 2023? Also ich stehe ja nicht zur Wahl, deshalb erzähle ich Ihnen zur Neujahrsansprache nicht ein Wahlprogramm, sondern für mich stehen eigentlich 2 Prinzipien ganz auf der Agenda. Wir haben geschaut, wie sind wir in der Vergangenheit durch die Krisen gekommen, und da hat uns, glaube ich, als Stadtgesellschaft 2 Prinzipien geprägt: Zusammenhalt und Zuversicht. So haben wir Corona überstanden und so wollen wir jetzt auch durch die Energiekrise gehen, so wollen wir die Frage mit der Ukraine mitmachen und alle anderen Fragen. Und ich glaube, wenn uns diese Prinzipien leiten, dann bestehen wir alle Fragen, die auch dieses Jahr auf uns zukommen. 22 war ein sehr turbulentes Jahr, global betrachtet, aber auch in Neumünster, Stichwort Kriminalität. Wie ruhig wird 23? Ich hoffe ruhiger. Und ich denke, sagen, was wir jetzt haben, ist, wir haben eine Idee, was wir machen mit werden. Wir werden hergehen und sagen, Sicherheit ist eines der prioritären Aufgaben, die wir als Stadt, aber auch alle anderen Akteure haben. Menschen müssen sich in Neumünster sicher fühlen können. Das ist die ureigenste Aufgabe des staatlichen Handelns. Und deshalb werden wir unsere Instrumente ausspielen. Wir werden mit der Videoüberwachung mitmachen. Wir hoffen, dass die Polizeistation wird wieder in die Innenstadt kommen. Also da haben wir einen weiteren Fokus unserer Arbeit. Sie haben 2 Daten in Ihrer Rede genannt. 2 Daten, auf die Sie sich freuen. Welche Daten, welche Ereignisse sind das? Ja, es wird Neumünsteraner Studierende geben. Wir werden im März den Erstsemester Empfang von den ersten 60 Studenten mit haben. Und hier auch im Museum Tuch und Technik freut mich es zu sagen, wir waren schon mal Studienstadt. Jetzt sind wir es wieder, und ich glaube, das kann einen wahnsinnigen Impuls auf unsere Stadtgesellschaft mitgeben. Und dann als 2. wichtiges Datum ist sicher auch die Kommunalwahl. Ob ich mich darauf freue, weiß ich nicht. Ich arbeite jetzt gut mit der Politik mit zusammen. Ich glaube, da hat sich auch viel getan in der vertrauensvollen Zusammenarbeit, dass wir auch nicht immer einer Meinung sind und auch manchmal hart miteinander ringen und diskutieren, aber dass wir das gemeinsam das Gefühl haben, diese Stadt voranzukriegen. Und ich freue mich natürlich auf alle die, die sagen, künftig kommunalpolitisch mit der Stadt mitgestalten. Ohne Ihr ehrenamtliches Engagement funktioniert diese Gesellschaft nicht. Und auch deshalb haben Sie sich neben dem Bundespräsidenten zu Recht vorher in das Goldene Buch der Stadt Neumünster eingetragen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, einen würdigen Rahmen für diesen Neujahrsempfang und viele angeregte Gespräche. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.